die Beschränktheit der Hyänen ist bestimmt alles andere als klein. Ich will nebenbei nur erwähnen, ich red nicht nur Löwenlatein. Die stumpfen Visagen betonen, die oberen Etagen sind leer. Ich rede von Königen, von Thronen, und auch Unwissen schützt euch nicht mehr. Seid bereit für die Zeit eures Lebens, seid bereit für den Größten der Kuss. Die goldene Ära schleicht näher und näher. Und was springt für uns raus? Ich lass euch schon nicht aus, ihr dämlichen Viecher. Der Lohn ist euch sicher an dem Tag, wenn das Recht triumphiert und mich endlich von Knechtschaft befreit. Seid bereit! Ja, seid bereit! Wir sind immer bereit. Für was? Für den Tod des Königs. Wieso, ist er krank? Nein, du Null, wir bringen ihn um. Und Simba auch. Tolle Idee, wer braucht schon König? Niemand, niemand, la 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 la. Idioten, es wird einen König geben. Aber du hast doch... Ich werde König sein. Haltet zu mir. Und ihr werdet nie wieder Hunger leiden. Ja, klasse! Lang lebe der König! Ich muss jedoch ernsthaft ermahnen, dass es für euch Pflichten noch gibt. In Zukunft gibt's so viel zu ändern, das meiste kriegt sowieso ich. Ich darf trotzdem höflichst erinnern, kein Krümelchen gibt's ohne mich. Seid bereit für den Kuh der Jahrhunderte.